Hallo, wir sind die 4APP der HBLA Lenzia aus Linz. Heute haben wir im Wissensturm einen Filmschnittworkshop in der Medienwerkstatt und wir sind natürlich hier aktuell auf der Suche nach Meinungen zum Thema Atomkraft in Japan. Grüß Gott, was halten Sie von der derzeitigen Atomsituation in Japan und fühlen Sie sich bedroht? Bedroht nicht, aber wir finden es fürchterlich. Ja. Für die Zukunft vor allen Dingen, ja. Bedroht? Nicht wirklich. Aber ich finde es einfach arg einfach. Eigentlich nicht, weil ich weiß, dass eigentlich die Wolken nicht zum Sommer kommen können. Ach, schade, sehr große Schade. Das ist die Firma von den Experten, warum hat gebaut Atomkraft. Mhm. Ich glaube, braucht man nicht keine Atomkraft in die Welt zu bauen mehr. Ist gefährlich, aber schade für die Menschen. Ja. Ich glaube, ich weiß, nur Gott zu helfen. Fühlen Sie sich von der aktuellen Situation in Japan bedroht? Nein, bedroht eigentlich nicht, nein. Da bei uns nicht. Und, aber ich meine, das Ganze ist fürchterlich für die Leute dort, gell? Und haben Sie persönlich schon irgendwelche Vorkehrungen getroffen? So Jodtabletten eingenommen? Die muss ich sowieso nehmen. Wie schon lange zu Hause? Kalium-Jodtabletten oder so. Nein, Gottes Willen. Und fühlen Sie sich von den umliegenden Atomkraftwerken von Österreich bedroht? Ich finde, bei uns könnten Sie es ausschalten, halt, ja. Was bei uns betrifft. Halt, ja. Deutschland oder Umgebung und so. Halt, ja. Nein, nicht wirklich. Ja, und fühlt sich auch nicht bedroht von den Atomkraftwerken, die rund um Österreich gebaut sind? Derzeit nicht, weil es durch ein Erdbeben ausgelöst worden. Und in unserer Umgebung gibt es kaum welche. Deswegen denke ich, glaube ich kaum, dass bei uns auch sowas passiert. Kehren eigentlich alle weg, aber ich glaube, die Situation, was da jetzt in Japan ist, sollte uns alle zum Überlegen bringen und das Umdenken anfangen. Ja. Die Kehrten zutraut. Und Sie selbst? Sparen Sie auch in einer gewissen Art und Weise Strom oder welche Alternativen gibt es zum Atom? Ganz normalerweise sparen beim Licht. Es gab viele Alternativen, weiß nicht, Windenergie am Meer zum Beispiel. Denke mal, es gibt so viel Meeresfläche, die was einfach nicht genutzt ist, wo kein Mensch in Wochen hinkommt. Und wenn man da Offshore-Windparks macht, wird das sicherlich eine gute Alternative sein. Wir haben unseren Wohlstand so hoch hinaufgetrieben, den wir gar nicht brauchen, den wir vielleicht auch gar nicht wollen. Und wir müssen total umdenken. Für mich kein Problem mehr, 73 Jahre. Aber meine Kinder, meine Enkel, die nächsten Generationen, so wie ihr, das ist das große Problem. Und wenn jemand eine Einstellung hat, dass er sagt, das ist mir egal, was hinter mir geschieht, dann sage ich gute Nacht für die Menschheit. Trotz des Regens konnten wir feststellen, dass sich die meisten Menschen nicht so sehr durch die Katastrophe in Japan bedroht fühlen. Allerdings machen allen die Atomkraftwerke in der näheren Umgebung ziemliche Sorgen. Unsere eigene Meinung dazu ist deshalb: No atom strom in my home! In the life they're living, you can't have step. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die 4APP der HBLA Lenzia und machen heute das Schulprojekt Medienwerkstatt. Wir befinden uns im verregneten Linz und befragen jetzt die Leute über Ostern und über die Fastenzeit. Entschuldigung, was halten Sie von der Fastenzeit? Eigentlich sehr viel. Sehr viel? Man sollte einfach an einem anderen Zeitpunkt einmal wieder, wenn man vorher geföllert hat und so weiter, sollte man wieder mal eine Zeit weniger essen. Also machen Sie es aus persönlichen Gründen, nicht aus religiösen Gründen? Aus persönlichen Gründen und vielleicht sogar aus katholischen Gründen. Ja, und darf man fragen, was Sie fasten? Ich faste an Alkohol. Ich meine, ich trinke schon Alkohol, aber weniger. Und beim Essen eigentlich nicht. Aber ja, wie gesagt, verschiedene Veranstaltungen will ich nicht besuchen, wo es sonst gehen würde. Mhm. Man kehrt ein bisschen ein. Entschuldigung, was denken Sie über die Fastenzeit? Passt es so? Ja, ich darf fasten. Und was fasten Sie? Ich verzichte auf Süßigkeiten. Und warum machen Sie das? Keine Ahnung. Einfach so, weil ich finde, dass man ruhig auf was verzichten kann. Also nicht unbedingt aus den religiösen Sachen, nein, sondern auch persönlich bedingt? Ja. Ich
wir über die Fastenzeit denken. Ja. Eigentlich nicht sehr viel. Das Einzige, was praktisch ist, wenn man selber auch tatsächlich einmal nichts trinken will oder nichts essen will, dass man da eine gute Möglichkeit hat, die Fastenzeit zu nehmen, weil da das andere auch tun. Und machen Sie das auch? Ja. Also ich versuche den Alkoholkonsum ein wenig einzuschränken. Aber nicht aus religiösen Motiven, sondern wenn man denkt, dass meine Leber mal wieder ganz gut tut. Was ich über die Fastenzeit denke, ja, es ist eigentlich eine ganz gute Zeit, wo man es in sich kehren kann, wo man mal über nachdenken kann, wie gut es eigentlich geht. Dass andere Leute hungern müssen ein ganzes Jahr, was man selber eigentlich nicht muss. Und dass man ja auch positiv das sehen kann, dass man eigentlich essen kann, was man will, und dass aber nebenbei ziemlich viel weggeschmissen wird, was eigentlich andere auch noch brauchen können. Und für mich selber ist es eigentlich eine Bereicherung, dass ich mitgehen kann, dass ich weiß, wie gut es mir geht, dass ich da in Österreich lebe, der von mir schaut, wie es tragisch in der Welt jetzt zugeht. Das ist für mich eben Fastenzeit. Entschuldigung, wie wichtig ist Fastenzeit für Sie? Oh Gott, gar nicht. Nicht? Fasten Sie auch? Nein, gar nicht. Okay. Nur Obst und Gemüse, keine Süßigkeiten und keine Schokolade. Über die Fastenzeit? Ja. Dass man sich ein wenig einschränken sollte. Das heißt, Sie fasten auch was? Ich faste für Alkoholfasten. Und wissen Sie, wie lange wir fasten? 40 Tage, aber eigentlich hier sind 46 Tage, weil die Sonntag wäre bei Ostern zu blöd fällt. Jetzt sind es eigentlich 46 Tage. Überrascht. Ich nein, ich bin so ohne Bekenntnis, aber ich komme aus einem streng katholischen Haus und deswegen. Und Sie? Bei mir ändert sich der Fastenzeit eher nichts. Ich habe früher öfter Fasten da, aber mit weniger Erfolg. Und was beendet die Fastenzeit? Kein Samstagmittag. Ja. Und wissen Sie, wann wir Ostern feiern? Das weiß ich schon. Es ist der erste Sonntag nach ersten Vollmond im Frühjahr. Und warum? Ja, Auferstehung Christi. Okay, danke schön. Wann ist immer Ostern so? Ja, 40 Tage noch. Ostermittwoch. Nein, es sind 47 Tage. Also Sie wissen auch, was wir zu Ostern feiern? Ja, natürlich. Ja, freilich weiß ich das, ja. Ja. Wir bereiten uns eigentlich vor auf das, was Jesus für uns getan hat, ja. Mhm, ja, sehr schön. Ja, er hat sehr viel geschafft für uns und es kann nicht sein, dass wir nicht auch ein bisschen was schaffen, ja. Also Ostern, das Wichtigste an Ostern ist, dass es ein bewegliches Fest ist. Erst braucht man den Frühlingsbeginn, dann braucht man den, das ist im Jahr einmal, dann braucht man den Vollmond, das ist im Monat einmal, genau. Und dann braucht man den Sonntag, das ist in der Woche einmal. Also als solches soll es uns lange erhalten bleiben, weil es nur mit den kosmischen Aktualitäten zu tun hat und nicht einfach irgendein Datum ist. Und wissen Sie, welches Fest die Fastenzeit beendet? Ja, das Osterfest. Ja. Das ist es, ja. Haben wir jetzt was gewonnen? Wir sind jetzt wieder zurück beim Wissensturm und haben unseren Rundgang durch das verregnete Linz beendet. Wir haben festgestellt, dass doch noch sehr viele Linzer fasten, jedoch weniger aus religiösen, mehr aus gesundheitlichen Gründen. Doch Fasten verliert bei vielen auch schon mehr Wert und manche Leute fasten gar nicht mehr. Wir sind sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen und verabschieden uns jetzt von euch. Auf Wiedersehen.